Hallo, herzlich willkommen zu meinem allerersten Thermomix Food Diary. Das ist ein Food Diary jetzt nicht, was ich den ganzen Tag verteilt esse, sondern was ich die ganze Woche als Mittagessen esse. Und Thermomix aus diesem Grund, weil ich halt einen Thermomix habe. Es tut mir leid für die Leute, die keinen Thermomix haben, aber das ist dann halt ein spezielles Video für die Thermomixer unter uns. Ansonsten kommen die anderen Videos ja auch immer von mir, wo halt kein Thermomix vorkommt. Vielleicht mal im Gespräch oder so. Aber das ist jetzt halt leider ein spezielles Thermomix-Video. Es tut mir leid. Ich möchte mich schon mal entschuldigen. Der Montag ist etwas verzogen vom Ton her. Und da ich da noch nicht so durchblicke mit dem Bearbeiten und das noch nicht so gut drauf habe, ist mir das jetzt wieder zu aufwendig, es wieder zu ändern. Dann dauert das alles wieder so lange. Und aus diesem Grund lasse ich das jetzt. Beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall besser. Und ich möchte mich auch schon mal dafür entschuldigen. Immer wenn ich am Ende mein Fazit abgebe, ist die Kamera auf meinem aufgegessenen Teller gerichtet. Also auf den dreckigen, schmutzigen Teller, wo dann noch Essensreste drauf sind. Das könnte etwas unappetitlich aussehen, ist mir aber erst später aufgefallen. Es tut mir leid, beim nächsten Mal werde ich es ändern. Ansonsten, wenn ihr sonst noch irgendwelche Vorschläge oder Ratschläge habt, immer her damit in die Kommentare. Über konstruktive Kritik freue ich mich immer. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Heute gibt es Gyros Geschnetzeltes. Das ist aus dem Willkommensfinesse auf der Seite 8. Das sind die Zutaten, die man braucht. Also es sind jetzt nicht wirklich viel. Ich wandle ein bisschen um. Anstatt Metaxa, also Alkohol, nehme ich Brühe. Und Kartoffeln nehme ich nur ganz wenig, weil mein Mann unbedingt Pommes dazu möchte. Während das jetzt hier noch vor sich hin kocht, es dauert noch 21 Minuten. Danach mache ich noch die restlichen Zutaten rein und dann dauert es, glaube ich, nochmal so 3 Minuten. Und in der Zeit kann ich mich schon mal um den Abwasch kümmern. Das ist nicht wirklich viel. Das ist eigentlich nur das, was ich benutzt habe zum Schneiden. Und hinterher, wenn das Essen fertig ist, ist es halt nur noch den Topf und diesen Varoma-Aufsatz. So, das ist unser Essen. Das ist meine Portion. Und das für den Leon. Und es riecht echt super lecker. Es sieht gut aus. Und ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Also das Fleisch ist noch ganz geblieben. Ja. Guten Appetit. So, wir sind fertig. Also es war wirklich super lecker. Ich würde auch nichts anders machen, außer mit dem Alkohol, den lasse ich weg. Ich mag es normalerweise, wenn der Alkohol drin ist, aber da Leon mit isst, auch wenn der Alkohol verdampft, finde ich es besser, einfach dann auf Brühe auszuweichen. Und es war sehr, sehr, sehr lecker. Das werde ich nochmal machen. Und Leon hat auch gut gegessen. Ja, Mahlzeit. Er hat eigentlich auch gut gegessen. Für seine Verhältnisse ist das ziemlich gut. Heute gibt es eine Gemüseplatte mit heller Soße aus dem Grundkochbuch auf der Seite 148. Das ist eigentlich ein vegetarisches Gericht, nur ich mache etwas Fleisch mit dazu. Putenhacksteaks und die Putengrillis, die hatten wir bei unserem Erlebniskochen und das hat echt super zusammengepasst. Also habe ich mir hier ein bisschen Gemüse zusammengeschnibbelt und ja, es sind nicht wirklich viele Zutaten. Hier habe ich noch einen kleinen Tipp, wenn ihr sicherstellen wollt, dass ein paar Schlitze offen sind, weil die müssen ja immer offen sein, damit der Dampf da durch kann und ihr aber so viel Gemüse habt, dann braucht ihr einfach nur hier so einen Keksausstecher, der komplett aus Edelstahl ist, könnt ihr dann einfach in die Mitte legen und dann guckt ihr, dass nur noch ein bisschen so die Seiten frei sind. So, von den 25 Minuten sind jetzt noch 18 Minuten übrig. Ich habe oben noch einen diesen Einlegeboden aufgelegt und da habe ich dann noch das Fleisch mit aufgelegt. Leider hat da nicht alles reingepasst, deshalb brate ich hier den Rest noch in der Pfanne an. So, das war jetzt der Abwasch, das ist auch nicht wirklich viel bei diesem Gericht. Dieser Teller hätte jetzt zum Beispiel auch nicht sein müssen. Da habe ich ja das Gemüse draufgelegt, was ich schon vorgeschnibbelt habe. Das habe ich jetzt nicht nur fürs Video gemacht, sondern das mache ich immer so, weil ich das Essen immer vorbereite, während Leon gerade eingeschlafen ist. Und dann habe ich noch so zwischen 2 und 3 Stunden Zeit, bis ich dann das Essen dann wirklich auch mache. Ich lege mir das dann immer so hin, wie ich das gerade gezeigt habe. Und 1, 2 Stunden später fange ich dann an, das Essen zu machen. So habe ich dann immer noch in den 2 Stunden Zeit, irgendwas anderes zu machen. Und dann gucke ich auf die Uhr und denke, ah, Essen machen. Und dann ist aber alles wenigstens vorbereitet. So, das Essen ist fertig. Die Soße ist etwas dünner. Vielleicht ja, werde ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr Mehl reinmachen oder Speisestärke oder ich habe keine Ahnung. Ansonsten bin ich sehr gespannt, wie das Essen schmecken wird. Hier sieht man den Unterschied zwischen gebraten und gedünstet.
Klar, es hat einen Unterschied, ne? Aber gedünstet schmeckt es auch. Guten Appetit! So, ich bin fertig. Ich schaffe leider nicht mehr. Ein Spieß musste ich auch schon abgeben. Ich muss nämlich jetzt zur Arbeit, deswegen muss ich mich etwas beeilen. Es war sehr lecker. Beim nächsten Mal werde ich noch ein bisschen mehr würzen, also noch verschiedene andere Gewürze reinmachen. Die Soße war mir persönlich zu laff, aber in dem Rezept gibt es ja auch noch verschiedene Varianten, die man dann auch noch machen kann. Und ja, wenn man den direkten Vergleich hat zu angebratenen Fleisch und im Dampfgarer, das Fleisch ist natürlich das in der Pfanne besser. Aber wenn man den Vergleich nicht hat, finde ich, ist es auch echt super. Leon ist noch am Essen, aber ich muss ja jetzt arbeiten. Tschüss! Heute gibt es das Hähnchenfilet Gärtnerinart. Das Rezept habe ich von Ikos Blog. Ich werde euch das Rezept dann unten in der Infobox auf jeden Fall verlinken. Das sind die Zutaten. Jetzt nicht wirklich besondere Zutaten oder besonders teure Zutaten. Anstatt Hähnchenfilet habe ich leider nur Hähnchengeschnetzeltes bekommen. Aber macht nichts, so brauche ich es wenigstens nicht vorher klein schneiden. Das Essen braucht noch 26 Minuten von 30 Minuten. Das ist immer das Gute, wenn man so All-in-One-Gerichte hat. Dann kann man in der Kochzeit einfach noch andere Sachen machen, wie den Abwasch zum Beispiel. Und das ist nicht viel. Das ist eigentlich immer so das Typische. Diesen Nicer Dicer kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe den damals bei uns auf dem Flohmarkt. Da gibt es immer so Stände, die verkaufen immer so Genius-Produkte. Und da habe ich den gekauft. Der hat 20 Euro oder so hat der gekostet. Und den finde ich echt super. Der ist doch schon voll alt. Ich merke schon, das Messer ist so leicht stumpf, aber es schneidet noch. Ich fand es immer gut für Zwiebeln. Und jetzt, da ich ja häufiger mit Gemüse koche, das war schon für Leons Brei, habe ich damit sehr häufig geschnitten, damit es einfach schneller geht, damit ich schon kleine Stücke hatte. Also kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man mit der Beikost anfängt und auch so, wenn man häufig kocht und da viel schnibbeln muss. Da hat man sich ein bisschen Arbeit erspart. Ja, also es ist nicht viel wie immer, Standardabwasch und hinterher halt dann noch den Topf und den Varoma-Aufsatz, was jetzt auch nicht wirklich wenig ist, wenn man das dann sauber machen muss, aber man kann es auch alles in die Spülmaschine schmeißen. So, in der Zeit, wie es jetzt noch kocht, kann ich dann, wie gesagt, den Abwasch machen und ein bisschen saugen. Das Essen ist fertig. Das ist meine Portion und das ist die vom Leon. Ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Es riecht auf jeden Fall echt klasse. Es sieht gut aus. Und ja, ich lasse mich überraschen. Es war so lecker, wirklich. Also das rate ich wirklich nur mal jedem mal auszuprobieren. Es hat sich wirklich gelohnt. Leon war ja, jetzt nicht so begeistert, aber ich glaube, er hat jetzt auch nicht gerade so einen großen Hunger. Schade, weil das war wirklich sehr, sehr lecker. Also die Soße und alles, das hat super zusammengepasst. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Heute gibt es den Putentopf mit Frischkäse aus dem Heft Mix ohne Fix von Mixgenuss auf der Seite 29. Das sind die Zutaten. Putenbrustfilet hatte Lidl leider nicht mehr, deswegen habe ich Putengeschnetzeltes genommen, aber das geht bestimmt auch. Das ist der Abwasch, das ist wie eigentlich sonst auch nicht viel, weil ich den Rest in der Spülmaschine habe. Das war's. So, das Essen ist fertig. Es ging auch wirklich ratzfatz, also richtig schnell. Für mal eben, ne? Also ich meine, man muss die Zutaten ja schneiden, aber wenn man es vorbereitet hat, geht das Essen echt super schnell. Und ich bin gespannt, wie es dann gleich schmecken wird. Guten Appetit! So, wir haben aufgegessen, also ich zumindest, Leon nicht, aber die Nudeln, die fand er super lecker, das habe ich gemerkt. Beim Fleisch hat er halt immer ein bisschen länger kauen müssen und das stört ihn dann. Und deswegen hat er das Fleisch nicht aufgegessen, da hat er nur ein paar Stücke gegessen. Jetzt bekommt er noch Mandarinen zum Nachtisch. Das war super, super lecker, das Essen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich kann es mir sogar ohne Fleisch vorstellen. Und ja, also die Soße war super cremig. Es hat alles gepasst, so wie es sein sollte. Also wirklich perfekt. Heute gibt es die Ofentortellini alla Panna. Dieses Rezept kommt aus dem Rezeptheft Mix ohne Fix. Das sind die Zutaten, die wir für dieses Rezept brauchen. Im Rezept steht Tortellini mit Käsefüllung,
aber mein Mann ist ja voll der Fleischfresser und deswegen habe ich Tortellini gefüllt mit Fleisch mitgenommen. Ich denke mal, ja, das geht auch. Dann fange ich mal an. Das ist ein super schnelles Essen. Der Thermomix macht die Soße. Ich musste nicht viel schnibbeln und dann einfach alles in die Auflaufform und für 30 Minuten in den Backofen. Aber das ist ein Gericht, das kann man auch wieder super ohne Thermomix machen. Und das ist der Abwasch. Also ganz normal, nicht wirklich viel. Später kommt ja noch die Auflaufform dazu. Und das sind Sachen, die ich jetzt eigentlich auch alles in die Spülmaschine packen könnte. Aber das spüle ich jetzt eben mit der Hand. Die Tortellinis sind jetzt fertig. Die riechen, ja, ganz gut. Also nach Tortellini-Auflauf, so wie man ihn kennt. Und ich bin gespannt, wie die schmecken werden. Guten Appetit! Also ich fand es wirklich okay. Man könnte dieses Gericht anderen Leuten anbieten. Mein Geschmack hat es jetzt nicht getroffen. Ich fand, es war ein bisschen zu salzig, obwohl sonst immer die ganzen Gerichte zu lach sind. Aber das lag an dem Schmelzkäse. Den habe ich da richtig rausgeschmeckt und das ist nicht so mein Fall. Vielleicht würde ich es nochmal machen, aber dann mal mit Frischkäse anstatt Schmelzkäse. Aber Leon fand es super lecker, er isst immer noch. Und er hat... Ah! Ja. Und er hat auch fast aufgegessen. Aber er ist ja noch. Er ist ja noch nicht fertig. Heute gibt es die Hackfleischbällchen mit Tomatensoße. Dazu mache ich Basmati-Reis. Dieses Rezept ist aus dem Grundkochbuch auf der Seite 142 zu finden. Das sind die Zutaten. Das sind ganz wenig Zutaten nur, wie ich finde. Und diese Zutaten habe ich eigentlich meistens immer zu Hause. Normalerweise braucht man 600 Gramm passierte Tomaten. Ich finde es jetzt ein bisschen blöd, für 100 Gramm nochmal extra eine Packung aufzumachen. Deswegen nehme ich nur eine Packung und ich denke mal, den Rest werde ich mit ein bisschen Wasser und Tomatenmark noch auffüllen. Dann nehme ich als Beilage Basmati-Reis, weil ich den für mich entdeckt habe und den super lecker finde. Und Hackfleisch stand jetzt 400 Gramm. Ich nehme jetzt 500 Gramm, weil ich nur 500 Gramm Beutel jetzt habe. Das habe ich mal beim Metzger gekauft und habe das portionsweise eingefroren. Weil es so oft bei uns Hackfleisch gibt, dann finde ich immer ganz gut, wenn es dann etwas günstiger gibt. Und ich die dann in Portionen schon einfriere und dann auch richtig dünn, dass es in ein, zwei Stunden schon aufgetaut ist. Ansonsten, es sind wirklich sehr, sehr wenig Zutaten. Ich bin gespannt, wie es schmecken wird. Und ich würde auch empfehlen, für alle, die super gerne Knoblauch essen in ihren Gerichten, macht euch so eine Knoblauchpaste selber. Ich verlinke euch dieses Rezept auch einmal in die Infobox. Das sind jetzt bei mir, ich habe jetzt die doppelte Portion gemacht, 4 Knoblauchzehen und ich habe die gemacht vor circa 4 Wochen. Das Glas war 2/3 voll. Ja, jetzt ist nicht mehr so viel. Das ist dann mein Abwasch, den ich machen muss. Ich packe das aber auch alles wieder in die Spülmaschine. Ich habe jetzt doch mit der Hand gespült und es ist doch ein bisschen mehr geworden. Also man sieht jetzt auch, wie viel das ist mit dem Varoma-Aufsatz. Das habe ich schon gespült, das muss ich noch. Und da ist jetzt der Reis drin. Und der Topf kommt gleich auch noch. Ich habe immer gedacht, es wäre dann weniger Arbeit, weil man ja weniger Töpfe hat, aber eigentlich... ist es dasselbe. Nur man kann halt in der Zwischenzeit, wo es am Kochen ist, wo man sich sonst immer um seinen Topf und sowas da kümmern muss, um sein Essen, wenn man andauernd umrühren muss oder irgendwas wieder wenden muss, kann man halt spülen oder ja, ich spüle dann meistens oder sauge oder mache irgendwas anderes. Das ist arbeitserleichternd, wenn es um das Ganze drumherum geht. Aber es ist, wie gesagt, doch schon ganz schön viel, wenn man jetzt so mal die Masse sieht. Manchmal hat man wirklich nur ein Brettchen und ein Messer und den Topf, mehr nicht. Aber jetzt, wenn man den Aufsatz hat und dann auch noch zwei Schüsseln braucht und noch einen extra
Topf brauche für den Reis, dann ist es nicht gerade weh. Das Essen ist fertig, das ist meine Portion, das ist die von Leon. Es riecht sehr gut und ich bin gespannt, wie es schmecken wird. So, wir sind fertig. Es war ganz okay. Ich habe es nicht aufgegessen. Den Rest hat mein Mann jetzt bekommen. Leon hat ganz gut gegessen für seine Verhältnisse. Jetzt wollte er unbedingt die Mandarinen noch haben. Hat so lange gebrüllt, bis ich die zu Ende geschält habe. Jetzt hat er sie endlich. Also das Essen war ganz okay. Beim nächsten Mal lasse ich das Tomatenmark weg und belasse es einfach bei 500 Gramm passierte Tomaten. Und dann fülle ich die 600 Gramm mit ein bisschen Wasser auf, weil das hat schon richtig extrem tomatig geschmeckt. Ich stehe total auf Tomatensauce, aber das war mir so ein bisschen so zu süß. Ja, ein Ticken zu süß war das. Aber ansonsten war es ganz okay. Heute gibt es Schweinebraten im Bierdampf mit Kruste. Das Rezept ist aus dem bayerischen Heft. Das sind die Zutaten, das ist eine Menge. Aber zu den Krustenschinken mache ich noch Sauerkraut, Knödel. Und da ich keinen Schinken mit Schwarte bekommen habe, sondern nur so einen ganz normalen Schweinebraten, habe ich mich entschieden, einfach so eine Senfkruste noch dazu zu machen. Ich bin gespannt, wie es wird. Damit das gleich einfach alles viel schneller geht, habe ich den Knödelteig jetzt schon vor dem Braten vorbereitet. Den werde ich jetzt erstmal wieder zudecken und in 2 Stunden, wenn der Braten aus dem Varoma kann, dann können die Knödel in den Varoma mit dem Sauerkraut zusammen und das Fleisch kommt dann für eine halbe Stunde in den Backofen. So, das Essen ist fertig. Es riecht so toll, wirklich. Ich bin auch froh, dass ich den Knödelteig schon vorher gemacht habe. So brauchte ich dann nur, als ich den Braten in den Backofen gestellt habe, brauchte ich dann nur noch die Knödel, die schon fertig geformt waren, in den Varoma einlegen, weil die Knödel nochmal 35 Minuten brauchten. Die habe ich zusammen mit den Sauerkraut gemacht. Also Sauerkraut habe ich ins Garkörbchen gelegt und oben in den Varoma-Behälter habe ich dann die Knödel gelegt. Also ich freue mich und ich wollte euch nochmal die Küche zeigen. Die ist ein bisschen chaotischer jetzt, weil ich ja jetzt auch viel mehr Sachen zubereitet habe. Hier ist noch das, was noch übrig ist. Das muss noch gespült werden. Einiges habe ich schon in der Spülmaschine. Das ist der restliche Braten. Also ich finde, die Kruste sieht optisch schon mal ganz gut aus und ich bin gespannt, wie die schmecken wird. Und das ist der Bräter, in dem ich den Braten gebraten habe. So, guten Appetit. Das ist mein Fleisch, das habe ich leider nicht mehr geschafft. Das werde ich heute Abend vielleicht noch weiter essen. Ansonsten kann ich nur sagen, perfekt. Also es war wirklich so lecker. Erst habe ich mir gedacht, Malzbiersoße, ich weiß nicht, ob das schmecken wird. Ich stehe total auf Malzbier, aber als Soße fand ich es ein bisschen ungewöhnlich und es war sehr lecker. Ein richtig typisches Sonntagsessen, das wird es auf jeden Fall nochmal geben und es war super einfach, es war überhaupt nicht schwer. Leon hat leider nicht so viel gegessen, aber ich denke mal, er bekommt jetzt wieder einen Zahn oder irgendwas, dass er einfach wieder so schlecht ist. Für diejenigen, die es interessiert, ich bin auch auf Instagram unter melz_kanal und ja, ich bin da schon länger eigentlich, aber eigentlich nur um zu sehen, was die Leute machen, die ich abonniert habe. Man findet es ja immer interessant, was die so machen, ne? Finde ich eigentlich ist es dämlich, aber ich finde es halt interessant. Falls ihr es auch interessant finden solltet, könnt ihr mir gerne folgen. Ich muss dann halt nur eure Anfrage bestätigen, weil ich das privat gemacht habe. Und ja, noch sind da nicht so besondere Fotos, weil ich das noch nicht so in meinen Alltag integriert habe. Aber ja, ich habe schon 5 Follower, da bin ich ganz stolz drauf, ja. Eine hat auch schon einen Wunsch geäußert, ich habe den Namen jetzt vergessen. Das Video habe ich auch schon fertig gemacht, das kommt aber dann erst in 2 Tagen. Das geht um Leons Favoriten, also Leons Spielzeugfavoriten. Falls ihr dann irgendwelche Wünsche habt, könnt ihr die auch gerne dann unter meinen Bildern oder so auf Instagram schreiben oder ihr könnt mich auch mal so anschreiben, wenn ihr wollt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Ich finde es dann immer viel persönlicher als unter den Videos, wo es dann auch jeder sehen kann, wenn ihr irgendeine persönliche Frage habt. Kann ja sein. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!